Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 15. Ausgabe von Dig Into, dem monatlichen Podcast über Nachrichten aus der Osteopathiewelt, indem wir einmal im Monat News aus Osteocompass auswählen, ihnen auf den Grund gehen, sie nachfassen und ein bisschen diskutieren. Dazu picken wir uns News heraus und besprechen sie im Rahmen des Podcasts. Wir, das sind einmal von Seiten von Osteocompass Christoph Newiger Und von Lomerio Anne Hähnle und Dominik Stecker. Wir freuen uns, dass du uns wieder zuhörst und du darfst dich auf eine Folge freuen, in der wir die Situation der Osteopathie in Österreich und Deutschland vergleichen und über einen Influencer der Physiotherapie und Osteopathie sprechen und außerdem eine neue Episode in unserer Rubrik Es wird behauptet präsentieren werden. Fangen wir mit der ersten News an. Die ist erschienen am 30. April diesen Jahres. Da ging es um Österreich, wie Dominik jetzt gerade schon gesagt hat. Die News hatte den Titel Die ÖGO will gesetzlich Verankerung des Berufsbilds. Ich zitiere aus der News. Die Österreichische Gesellschaft für Osteopathie, ÖGO, hat am 26. April in Wien ihre vierte Fachtagung gehalten. Dazu ist nun auf APA-OTS, Österreichs stärkster Verbreiter multimedialer Presseinformation, ein ausführlicher Bericht veröffentlicht worden, wie zahlreiche Osteopathieverbände in Deutschland auch, bemüht sich die ÖGO in Österreich um die gesetzliche Anerkennung der Osteopathie als Gesundheitsberuf. Zitat: Seit über 10 Jahren kämpfen wir für die gesetzliche Anerkennung unserer Berufsgruppe als eigenständigen Gesundheitsberuf. Wir haben alle Auflagen dazu erfüllt und unsere Hausaufgaben gemacht. Jetzt wäre die Politik am Zug zu handeln und im Sinne der Patientensicherheit die Osteopathie endlich gesetzlich zu verankern. Bei der Fachtagung nahm auch die Präsidentin des Europäischen Dachverbandes Osteopathy Europe, OE, teil. In Österreich gibt es etwa 2000 Osteopathen. Derzeit ist die Osteopathie in 13 europäischen Ländern ein gesetzlich anerkannter Gesundheitsberuf. In Italien ist das gesetzliche Anerkennungsverfahren gerade im Gange. Wir wollen diese News zum Anlass nehmen, um die Situation in Österreich vorzustellen und mit der Situation der Osteopathie in Deutschland zu vergleichen. Deutschland hat ja knapp 84 Millionen Einwohner. Wie sieht das in Österreich aus, Christoph? In Österreich gibt es laut Internet 9,2 Millionen Einwohner. Man kann also sagen, Deutschland hat gut 10-mal so viel Einwohner wie Österreich. Jetzt könnte man meinen, okay, dann haben wir also die Situation in Deutschland, teilen die durch 10 und dann sind wir in etwa bei dem, wie es in Österreich ausschaut. Das ist nicht der Fall. Vergleichen wir beispielsweise mal die Verbände, wie es in Deutschland und in Österreich ausschaut. Dominik, wie steht es mit den Verbänden in Deutschland? Berufsverbände in Deutschland, das sind lokale, regionale oder auch nationale Verbände, die zum Teil berufspolitisch aktiv sind, zum Teil auch berufspolitisch nicht aktive Verbände, die sind einfach Interessensverbände sind sozusagen. Darunter gibt es dann ärztliche, nichtärztliche und explizite Heilpraktikerverbände. Die gibt es natürlich auch unabhängig von der Osteopathie. Es gibt Verbände, die sich allgemein mit der Osteopathie befassen und andere sind sehr fachlich spezialisiert. Es gibt auch Verbände bei uns in Deutschland, die ausbilden und Verbände, die jetzt nichts mit der osteopathischen Ausbildung selbst zu tun haben. Also ein ganz buntes Spektrum und schauen wir, wie es bei unseren Nachbarn in Österreich ausschaut. In Österreich ist es sehr übersichtlich. Es gibt einmal die Österreichische Gesellschaft für Osteopathie, die ÖGO. Ich zitiere aus deren Website: Die ÖGO ist die Interessensvertretung der österreichischen Osteopathinnen mit derzeit über 500 ärztlichen und nichtärztlichen Mitgliedern. Um die Integration der Osteopathie auf europäischer Ebene voranzubringen, ist die ÖGO Mitglied in der European Federation on Forum for Osteopathy, EFO, die es mittlerweile allerdings nicht mehr gibt. Wir haben ja bereits gelernt in unseren Podcast-Folgen aus der EFO ist mittlerweile Osteopathy Europe geworden. Es gibt noch eine zweite Gesellschaft, einen zweiten Verband in Österreich. Das ist die Österreichische Erste Gesellschaft für Osteopathie, osteopathische Medizin und klinische Osteopathie.
Die nennt sich ÖAGO, also etwas kompliziert auszusprechen, die Abkürzung. Die ÖAGO ist im Dachverband für Komplementärmedizin vertreten. Alle Mitglieder dieser Gesellschaft sind auch Mitglieder in der ÖGO. Ein anderer wichtiger Aspekt ist ja die Ausbildung und die passiert an Schulen und an Hochschulen in Deutschland. Es gibt in Deutschland ärztliche Fortbildungen nach EROP, dem Europäischen Register für osteopathische Ärzte. Und es gibt ärztliche Fortbildungen in osteopathischen Verfahren, ganz allgemein. Dann gibt es Ausbildungen gemäß dem BAO-Curriculum. Die finden an sogenannten BAO-Schulen statt oder BAO-zertifizierten Schulen. Dann gibt es Ausbildungen, die angelehnt sind an dieses BAO-Curriculum und an die Benchmarks von der WHO. Des Weiteren gibt es in Deutschland eben nicht ärztliche Ausbildungen. Und wie wir alle wissen, man kann das Ganze berufsbegleitend oder in Vollzeit studieren oder lernen. Und es gibt bezüglich Studium, habe ich gerade ja schon angesprochen, auch verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge an diversen Hochschulen. Danke, Dominik. In Österreich ist es auch wieder etwas übersichtlicher. Wir haben im Grunde genommen zwei Schulen. Das ist einmal die Wiener Schule für Osteopathie, WSO. Ich zitiere von der Website der WSO: Die Wiener Schule für Osteopathie wurde Anfang 1992 von Raphael van Asche, Dr. Margot Seitschek und Raimund Engel in Kooperation mit Bernhard Liegner gegründet. Sie wurde als erste europäische Ausbildungsstätte nach dem Europäischen Standard für osteopathische Gesundheitsversorgung EN 16686 zertifiziert und ist immer noch die einzige zertifizierte Schule im deutschsprachigen Raum. An der WSO gibt es zwei verschiedene Ausbildungsformen. Es fängt jeweils an mit einem vierjährigen Basislehrgang ohne Abschluss in Wien und Klagenfurt. Und danach kann man entweder einen Universitätslehrgang zum akademischen Experten belegen, das sind 3 Semester und das sind dann 60 Credit Points, oder man belegt den Universitätslehrgang Master of Science, das sind 4 bis 5 Semester, das Ganze berufsbegleitend und sind dann 120 Credit Points. Beide Universitätslehrgänge erfolgen in Kooperation mit der Universität für Weiterbildung in Krems. Die zweite Schule, die in Österreich aktiv ist, das ist die International Academy of Osteopathy, die IAO. Ich zitiere auch hier von der Website der IAO. Die IAO ist eine internationale und führende Schule der Osteopathie. Unser Team besteht aus hochqualifizierten und erfahrenen Dozenten, die sich dafür einsetzen, die StudentInnen zu kompetenten Osteopathen auszubilden. An der IAO kann man Osteopathie, wie gesagt, studieren, und zwar jeweils mit dem Abschluss des Master of Science, einmal entweder in Innsbruck oder in Wien. Eine Besonderheit ist das Lernen der Inhalte von den Lehren von John Edwin Uplitzer, der ja amerikanischer Osteopath war und aus der kranialen Osteopathie die Kraniosakraltherapie weiterentwickelt hat. In Deutschland bietet die Ausbildung das Osteopathie-Institut Deutschland an. Ehemalig hieß es das Uplitzer-Institut, aber heute heißt es eben das Osteopathie-Institut Deutschland. Und eine Ausbildung dort wird nach den Richtlinien der WHO und dem Bundesverband Osteopathie e.V.BVO angeboten. Der Verband der Uplitzer-Kraniosakraltherapeutinnen und Therapeuten Deutschland hat zum Ziel, die von Dr. John Uplitzer entwickelte Methode der kraniosakralen Therapie und andere faszielle der kraniosakralen Therapie nahestehenden Methoden in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu etablieren. In Österreich sieht das da etwas anders aus, denn in Österreich errichtet das Uplitzer-Institut Österreich, UIÖ, einmal Kraniosakraltherapie, viszerale Manipulation nach Baral und osteopathische Therapie nach Richtlinien der WHO. Dort gibt es also keine Osteopathie-Ausbildung, sondern da bleibt man bei der Kraniosakraltherapie und ergänzt das Ganze eben in viszerale Manipulation nach Baral und eben osteopathische Therapie nach den Richtlinien der WHO, womit eigentlich dann parietale Osteopathie gemeint ist. Das sieht man auch, wenn man sich den Verband der Uplitzer-TherapeutInnen
Österreichs anschaut, dort hat dieser Verband zum Ziel, die kraniosakrale Therapie nach Ablecher, viszerale Manipulation nach Baral, parietale Osteopathie in die Öffentlichkeit zu bringen. Ein anderer wichtiger Punkt, bei dem wir die Osteopathie in Österreich und Deutschland natürlich vergleichen wollen, ist die rechtliche Situation. Wie wir alle wissen, gibt es bei uns das Heilpraktikergesetz, das ja unsere Berufsgrundlage ist. Und die osteopathische Ausbildung und Ausübung selbst ist aber nicht staatlich geregelt. Die Ausbildung erfolgt privatrechtlich und die Ausübung indirekt über das Heilpraktikergesetz. In Österreich ist die Osteopathie eine eigenständige Behandlungsmethode, die auch wie in Deutschland nicht gesetzlich reglementiert ist. Sie wird in Österreich vorwiegend von Ärztinnen und PhysiotherapeutInnen mit einer umfangreichen Osteopathie-Ausbildung praktiziert. Die Mehrzahl der in Österreich praktizierenden Osteopathen und Osteopathinnen sind in einer freien Praxis tätig. Die Ausübung ohne Einschränkung ist nur Ärztinnen und Zahnärzten erlaubt. Osteopathinnen und Osteopathen mit nichtärztlichem Grundberuf dürfen Osteopathie aufgrund ihres Berufsgesetzes nur nach ärztlicher Zuweisung ausüben. Jetzt haben wir über Verbände, Schulen und die rechtliche Situation gesprochen. Dann gibt es natürlich abschließend noch die Krankenversicherung. In Deutschland ist es ja so, dass es grundsätzlich gesetzliche und private Krankenversicherungen gibt, bei denen man versichert sein kann. Und es gibt aber auch noch private Zusatzversicherungen. In Deutschland ist es so, dass die allermeisten gesetzlichen Krankenversicherungen die Osteopathie als Satzungsleistung bezuschussen, aber nicht komplett übernehmen. Und bei privaten Krankenversicherungen ist das auch unterschiedlich. Aber in der Regel werden da auch Kosten für die osteopathische Behandlung übernommen. Jeder und jede kann grundsätzlich eine Zusatzversicherung, beispielsweise für Naturheilverfahren oder Heilpraktikerleistungen und eben auch für Osteopathie abschließen. Und dann hat man eventuell noch bessere Erstattungsbedingungen. In Österreich ist auch hier die Situation etwas anders. In Österreich ist es so, dass fast die gesamte Bevölkerung von der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst ist. Dabei gibt es verschiedene Kassen. Es gibt einmal die österreichische Gesundheitskasse, die ist zuständig für unselbstständig Erwerbstätige. Es gibt dann zum Zweiten die Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter Eisenbahn und Bergbau, BVAEB. Und schließlich die Sozialversicherungsanstalt für Selbstständige, SVS, die Gewerbetreibende und Freiberufler versichert. Private Krankenversicherung ersetzt in Österreich nicht die gesetzliche Krankenversicherung, sondern gilt als eine zusätzliche Absicherung. Daher wird die private Krankenversicherung auch als Zusatzversicherung in Österreich bezeichnet. Und je nach Leistungsumfang kann dann die private Zusatzversicherung das Leistungsspektrum im medizinischen Bereich entsprechend erweitern. Dann haben wir doch eine ganze Menge Infos jetzt von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch von der zweiten News berichten, die am 3.5. erschienen ist. Und zwar geht es um den Physiopath Frederik Newenham im Interview. Er ist Physiotherapeut und Osteopath, bezeichnet sich selbst als Physiopath, bespielt erfolgreiche Medizinkanäle auf TikTok, Instagram und macht Comedy. In der RBB-Sendung Der Tag präsentiert sich Frederik Newenham im Interview, berichtet aus seinem Leben und gibt anschauliche Tipps gegen Beschwerden. Danke, Anne. Ich fand diese News insofern interessant aus zwei Gründen heraus. Zum einen ist, glaube ich, dieser Frederik Newenham tatsächlich der einzige Influencer im Bereich der Osteopathie. Ich habe mir das mal angeschaut. Also auf Instagram hat er 48.400 Follower. Auf TikTok hat er 667.000 Follower. Da kommt kein anderer Osteopath gegen ihn an. Das ist also das eine, dass wir also hier jemand haben, der auch für die Osteopathie spricht und hier als Influencer sehr, sehr viele Follower hat. Insofern macht es durchaus Sinn oder ist es durchaus interessant, ihm zu folgen oder sich mal anzuhören, was er so erzählt, was er so macht. Das Zweite, und damit greifen wir vielleicht so ein bisschen die Thematik auf, die wir im letzten Podcast hatten.
ist dieser Name, den er sich selber gegeben hat als Physiopath. Das klingt natürlich so ein bisschen nach Psychopath, soll es natürlich nicht sein. Aber aus osteopathischer Sicht kann man natürlich mit diesem selbstgewählten Bezeichnung Physiopath nicht wirklich zufrieden sein. Wir haben uns die Frage gestellt, wer ist denn der Physiopath? Das hat Anne natürlich schon den Namen vorweggenommen. Ich wiederhole ihn trotzdem nochmal. Frederick Newnham, alias der Physiopath, ist Physiotherapeut, Diplom-Osteopath und Mentalcoach und gleichzeitig auch ausgebildeter Schauspieler. Er arbeitet in eigener Praxis in Brandenburg, soweit wir das recherchieren konnten. Und wie Christoph gerade schon gesagt hat, hat er sehr bekannte und erfolgreiche Medizinkanäle auf TikTok und Instagram. Er ist aber auch auf YouTube unterwegs und bestimmt auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Er wollte eigenen Aussagen zufolge schon vor der Physiotherapieausbildung auf der Bühne stehen und hat jetzt endlich einen Weg gefunden, so sagt er, seinen Beruf als Physiotherapeuten mit seiner Bühnenleidenschaft zu verbinden. Und er möchte mit seiner Arbeit Menschen begeistern, sie natürlich unterhalten, aber das Unterhalten auf Grundlage von Wissen basieren und mit viel Humor anreichen. Seine Fans nennen es Infotainment, was er da auf der Bühne macht. Es gibt ein interessantes Requisit, das er wohl auch immer auf der Bühne dabei hat. Das ist eine Sanduhr. Das ist für ihn ein Symbol des Lebens, der Zeit natürlich, aber auch der Endlichkeit und der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und ja, das ist anscheinend ein Requisit, das für ihn viel Bedeutung hat und was er auch sehr anschaulich beschreibt. Er ist Mentalcoach und betont, dass eben die Gesundheit im Kopf beginnt und möchte mit seiner Arbeit darauf aufmerksam machen, was wir so alles noch für unsere Gesundheit tun können. Langfristig, würde er gerne ein interdisziplinäres Fernsehformat entstehen lassen und das Wissen über ganzheitliche Gesundheit auf diese Weise an alle Menschen in Deutschland weitergeben. Derzeit hat er aber noch ein Bühnenprogramm und ist auf Tournee. Sein Programm heißt Du bist deine beste Medizin. Es umfasst Physiotherapie, Medizin und ganzheitliche Gesundheit mit einem guten Schuss Humor. Wir haben also jetzt den Frederick Newnham kennengelernt als Influencer, aber er ist natürlich nicht der Einzige, der sich irgendwie in den sozialen Kanälen tummelt. Wie schaut es denn aus mit der Präsenz der Osteopathie auf Social Media? Die Online-Welt der Osteopathie hat sich in den letzten Jahren seit der C-Zeit doch weiterentwickelt. Es finden sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram und Facebook. Oft zu Werbezwecken, aber auch um ihr Wissen weiterzugeben an Patienten oder auch an Kollegen und Kolleginnen. Es gibt das DGOM-Café, zuletzt zu dem Thema Mikrobiom und die Darm-Hirn-Achse. Darüber hat übrigens Osteokompass berichtet am 4.5.2024. Und neben dem Dig Into Podcast hat Osteokompass eine Auflistung über einige weitere Podcasts, die es inzwischen gibt, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und auch wir auf Lomerio haben eine Inspirationsseite mit vielen interessanten Angeboten aus der Online-Welt, aus der Osteopathie und der Medizinwelt zusammengefasst. Die Links sind wie immer in den Shownotes zu finden. Noch ganz kurz auf die News über Frederick Newman zurückzukommen. Warum heißt er überhaupt Physiopath? Er hat das in diesem Video auf RBB selbst erklärt. Das setzt sich zusammen eben aus Physiotherapie und Osteopath. Er ist gelernter Physiotherapeut und hat dann später auch die Osteopathie-Ausbildung absolviert und da dieser zusammengesetzte Begriff Physiopath. Ja, wie ich vorhin schon euch verraten habe, geht es heute in eine weitere Episode von unserer Rubrik Es wird behauptet. Worum geht es in dieser Rubrik? Es gibt in der Osteopathie Behauptungen, die irgendwann einmal aufgestellt wurden und seitdem gerne immer wiederholt werden, ohne aber, dass hinterfragt wird, ob sie denn überhaupt stimmen oder immer noch stimmen. Und wir von Dig Into wollen solche Behauptungen zur Osteopathie vorstellen und gemeinsam der Frage nachgehen, ob diese denn überhaupt richtig sind.
Und die Behauptung, über die wir in dieser Podcast-Folge reden wollen, lautet: Osteopathie ist ganzheitlich. Dazu müssen wir als erstes klären, was der Begriff ganzheitlich überhaupt bedeutet, um dann zu sehen, ob er zur Osteopathie passt, also ob die Osteopathie tatsächlich ganzheitlich ist. Wenn man den Begriff ganzheitlich recherchiert, muss man feststellen, dass es eine eindeutige, klare Definition nicht gibt, was wohl auch damit zusammenhängt, dass dieser Begriff nicht nur in der Heilkunde Verwendung findet, sondern auch in der Philosophie, in der Pädagogik, in der Wirtschaft, in der Systemtheorie, in der Politik, in der Ernährungswissenschaft sowie in weiteren Bereichen. Zudem kann festgestellt werden, dass der Begriff dem Wandel der Zeit unterliegt, sich seine Bedeutung also verändert hat und dass er zudem ideologisch behaftet ist. Was uns nun hinsichtlich der Behauptung, Osteopathie ist ganzheitlich interessiert, ist die Bedeutung des Begriffs innerhalb der Heilkunde. Was ist also damit gemeint, wenn es heißt, ein Heilkundeverfahren sei ganzheitlich, wenn von ganzheitlicher Medizin oder Ganzheitsmedizin die Rede ist? Eine ganzheitliche Betrachtung bedeutet erst einmal, den Patienten oder die Patientin als Einheit von Körper, Geist und Seele wahrzunehmen. Zum anderen bedeutet es auch, das Patienten oder die Patientin als ein offenes System zu begreifen, dessen Teile in wechselseitiger Beziehung zueinander, zur Gesamtheit oder zur Außenwelt stehen, wobei mit Außenwelt das soziale Umfeld, die natürliche und die künstliche Umwelt ebenso wie Glaube und Religion stehen. So jedenfalls die allgemeine Definition, die erstmal nichts mit der Osteopathie überhaupt zu tun hat. In der ganzheitlichen Medizin steht also nicht die Krankheit im Mittelpunkt, sondern der Patient oder die Patientin samt aller auf ihn oder sie einwirkenden Faktoren. In diesem Zusammenhang sei auf die Gesundheitsdefinition der WHO verwiesen, die bereits 1946 Gesundheit als einen Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens beschreibt und nicht als das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. 1998 hat dann eine Arbeitsgruppe diese Definition um den spirituellen Bereich als notwendigen vierten Faktor ergänzt. In der ganzheitlichen Heilkunde lassen sich grob zwei Richtungen unterscheiden. Eine, vereinfacht gesagt, esoterische, unwissenschaftliche, weltanschauliche Richtung und eine, vereinfacht gesagt, sachlichere Richtung mit dem Menschen als nicht reduzierbare Einheit, der eng mit seiner Umwelt verworben ist. An dieser Stelle ist ein kleiner historischer Rückblick sicherlich hilfreich, um sich ein Bild machen zu können, ob Medizin und oder Osteopathie ganzheitlich sind. Im 19. und 20. Jahrhundert hat die Medizin sich sehr stark entwickelt. Zuvor war sie eher naturphilosophisch geprägt und wurde dann immer naturwissenschaftlicher. Durch diese Entwicklung konnte man beobachten, dass die holistische Sichtweise des Menschen in der Medizin immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Im Vordergrund stehen Physik, Chemie und Biologie und ein zellularpathologisches Konzept. In dieser Zeit erlebten auch die Technik und auch die Medizintechnik ihren Durchbruch. In Andrew Taylor Stills medizinischen Ideen sind viele holistische Sichtweisen des Menschen zu finden. Seine Osteopathie schreibt dem humoralen Modell große Bedeutung zu, was ganz im Gegenzug der damaligen Zeit war, in der Rudolf Virchow die Zelle als Sitz des Krankheitsgeschehens definiert. Mit Little John wurden die komplexere Physiologie ins Zentrum seiner osteopathischen Überlegungen gestellt und so Stills Ideen erweitert. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts kam es vermehrt zu Spezialisierungen in der Medizin, was gewiss notwendig war, aber Vorteile und Nachteile hat. So gibt es hervorragende Expertinnen und Experten mit detailliertem und vertieftem Wissen. Diese Spezialisierung kann aber auch zu dem Verlust von einem Blick für die Zusammenhänge führen und möglicherweise von dem ganzheitlichen Blick auf den Patienten ablenken. Bei Andrew Taylor Still kann man nachlesen, dass er zwischen zwei Sichtweisen unterscheidet: eine zweidifferenzierte und eine dreidifferenzierte Sichtweise. Die zweifach differenzierte Natur umfasst die Einheit von Leben und Materie. Die dreifach differenzierte Einheit
beschreibt den Menschen als eine dreifach differenzierte Einheit von Material Body, Spiritual Being und Being of Mind. Oder auch Body, Spirit und Mind. Ins Deutsche übersetzt ist das dann je nach Wörterbuch Körper, Seele und Verstand oder Körper, Seele und Geist. An dieser Stelle möchte ich ein bisschen tiefer eintauchen. Der materielle Körper ist Dill zufolge das physische, der in Anführungsstriche tote Körper, wenn man so will. Dem übergeordnet ist Bewegung und Aktion, die den Körper lebendig machen. Und das spirituelle Sein ist die Seele. Als höchstes wird jedoch der Mind, beziehungsweise auf Deutsch Geist oder Verstand übersetzt, angesehen, der eine religiöse Grundlage hat. Dieser Teil fungiert auch als Verbindungsstück und zentrale Steuerung zwischen dem spirituellen Sein und dem materiellen Körper. Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, haben wir ein Zitat rausgesucht aus den Schriften von Still. Es ist jetzt in Originalsprache, aber ich werde es langsam vorlesen und hoffe, ihr versteht es, auch wenn es auf Englisch ist. First, the material body. Second, the spiritual being. Third, a being of mind, which is far superior to all vital motions and material forms, whose duty is to wisely manage this great engine of life. There is one addition that is indispensable to control this active body or machine, and that is mind. With that added, the whole machinery then works as man. The three, when united in full action, are able to exhibit the thing desired complete. Thank you, Dominic. Die Einheit von Körper, Geist und Seele, die kennen wir also gut. Und Dominic, du hast das ja gerade vorgetragen. A.T. Still verwendet dafür ja auch den Begriff von a Trion of Man, also Body, Mind und Spirit. Allerdings muss hinterfragt werden, inwieweit die Trion of Man sich auf die osteopathische Praxis auswirkt. Also hier tatsächlich Anwendung findet, arbeitet man osteopathisch doch vor allem am Körper und nicht an Mind und Spirit, könnte man jedenfalls meinen. Meine persönliche Meinung ist das ehrlich gesagt nicht. Also der Körper wird zwar in der Regel als Zugang verwendet, aber Mind und Spirit sind wichtiger Bestandteil, zumindest meiner osteopathischen Praxis. Auch wenn mir das zugegebenermaßen natürlich schwerer fällt, also viel schwerer fällt, in Worte zu fassen und zu kommunizieren, schließe ich es persönlich schon immer in meine Untersuchung und Behandlung ein. Wenn Mind und Spirit aber Teil der Osteopathie sind, ist die Frage, inwieweit die Berücksichtigung von Mind und Spirit in der osteopathischen Behandlung Bestandteil der Ausbildung und des Studiums ist oder ob das dann mehr dein ganz persönlicher Zugang ist. Mir persönlich ist kein Curriculum bekannt, das angehende Osteopathen, Osteopathinnen in Sachen Mind und Spirit tatsächlich unterrichtet, und zwar in dem Umfang, der im Sinne der Dream of Man angebracht wäre. Und das den angehenden Osteopathen, Osteopathinnen dann auch lehrt, wie Mind und Spirit in der Praxis einzusetzen sind. Es gibt, denke ich, je nach Schule vereinzelt Dozenten und Dozentinnen, die das in Unterricht mit einfließen lassen. Aber auch hier sehe ich es eher als einen persönlichen Zugang, der etwas mit dem Bewusstsein zu tun hat. Die Osteopathie wird ja dieses Jahr 150 Jahre alt. Das heißt, die Schriften, die Andrew Taylor Still uns hinterlassen hat, sind auch so alt, fast zumindest. Und eine Sache ist an dieser Stelle deswegen wichtig. Die Begriffe damals im Englischen haben heute übersetzt ins Deutsche möglicherweise andere Bedeutungen oder andere Interpretationen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen und dann erst recht im Übersetzten. Und deswegen ist es wichtig, dass man ja vielleicht einfach selber mal in die Bücher guckt und sich inspirieren lässt und die Schriften von unserem Gründervater liest und sich selber davon ein Bild macht, was er so geschrieben hat.
und eventuell auch einfach mal in einem Wörterbuch nachschaut. Es gibt ja zum Beispiel auch das Webster englische Wörterbuch, das dann die Originalinterpretation von damals ist. Zum Schluss bleibt natürlich noch die Frage, ob eine solche Ganzheitlichkeit, wenn sie denn ein Merkmal der Osteopathie ist, tatsächlich ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal etwa gegenüber der Schulmedizin darstellt. Damit sind wir wieder bei der Gesundheitsdefinition der WHO, auf die ich vorhin eingegangen bin. Wenn Gesundheit als ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen, sozialen und spirituellen Wohlergehens definiert wird, dann muss auch die Schulmedizin zwangsläufig ganzheitlich sein, um heilen zu können. Es wird also von einem ganzheitlichen Menschbild ausgegangen und davon ausgegangen, dass ein Teil den anderen beeinflusst und nicht isoliert voneinander betrachtet wird. Es stellt sich dabei die Frage, ist es möglich, dass man wirklich nur in einem Bereich seine Beschwerden hat? Leider müssen wir feststellen, dass dieser ganzheitliche Ansatz oftmals ausbaufähig in der osteopathischen Lehre verankert und sehr individuell ist. Inwiefern Osteopathen und Osteopathinnen ihn und die Lehre von Andrew Taylor Still berücksichtigen, ist schwer einzuschätzen. Aber meiner Erfahrung nach kommt es sehr auf die persönlichen Erfahrungen, Fortbildungen und Interessen des Therapierenden an. Auch in der medizinischen Praxis sieht das meist anders aus, auch weil sich die einzelnen Fachrichtungen, wie vorhin schon gesagt, immer weiter spezialisieren. Und es wird, um Professor Dietrich Grönemeyer zu zitieren, zu oft nur funktionell unter Ausnutzung aller Möglichkeiten der modernen Gerätemedizin behandelt. Das ist laut Grönemeyer einerseits richtig. Andererseits, so Grönemeyer, bleibt uns so kaum noch Zeit für das Gespräch mit dem Patienten. Denn wie wir vorhin festgestellt haben, auch das Gespräch des Therapeuten mit den Patienten oder Patientinnen sowie das Zuhören sind ganz wesentliche Merkmale einer ganzheitlichen Heilkunde. Allerdings ist es auch so, und deshalb stoßen sowohl die Osteopathie wie auch die Schulmedizin gewiss an ihre ganzheitlichen Grenzen, dass weder Arzt, Ärzte noch Osteopath, Osteopathin zusätzlich auch SozialarbeiterInnen und SeelsorgerInnen sind und auch nicht alle noch PsychologInnen sind. Und das bedeutet, dass eine Heilkunde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur interdisziplinär wirklich ganzheitlich sein kann. Fassen wir also zusammen, ist Osteopathie ganzheitlich? Die Frage lässt sich wohl nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Aber je mehr der Osteopath oder die Osteopathin mit seiner Patientin oder Patienten spricht und zuhört, soziale und gegebenenfalls auch spirituelle Belange berücksichtigt und interdisziplinär arbeitet, desto ganzheitlicher ist die von ihm oder ihr praktizierte Osteopathie. Wir hoffen, du hattest wieder viel Spaß beim Zuhören und wir sind gespannt, wenn wir eine Nachricht von dir erhalten, was du über die Ganzheitlichkeit in der Osteopathie denkst und freuen uns natürlich wie immer über ein Abo und ein Like und du hörst uns in einem Monat wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao. Ciao.